So, hier haben wir von Komet das Geisterjäger-Set. Das gab es vor ein paar Wochen bei Netto ohne Hund, also rotes Netto. Ich glaube für 3,99 Euro. So, was haben wir hier? Wir haben hier Golden Lights 20 Stück. Das sind Wunderkerzen. Und dann haben wir 40 Stück Magic Sticks. Das sind offenbar auch Wunderkerzen. Mal sehen, ob es zwischen den beiden einen Unterschied gibt. Dann haben wir hier Blitz von die Spider Light. Das sind Meteoriten, zwei Packungen. Dann haben wir Geisterstunde. Das sind Bodenkreisel, also Brummer. Dann haben wir hier Teufelstanz. Das sind die Knallerbsen, 50 Stück. Und mit das Interessanteste, Horrorhaus. Da sie nennen es Bodenrotor mit Blitz, Blitzlichteffekt. Das müssten die alten, wo haben wir es? Hier haben wir es. Das müssten die alten Leuchtteiler sein, die es ja von Keller gab und die unschlagbar schön waren. Das heißt, Komet hat sie jetzt wirklich nach dem Aufkauf von Keller herausgebracht. Und dann haben wir noch was. Nämlich, wie heißen sie? Mystery Balls. Das müssten Knatterbälle sein. Und die gab es ja früher auch von Keller. Wie hießen sie da früher? Die Powerballs mit einzelnen Kügelchen, nicht mit einem Meteorit drin. Mal gucken, was die hier zu bieten haben. Das war jetzt Pause. Los geht's mit den beiden verschiedenen Wunderkerzen. 20 Golden Lights und 40 Magic Sticks. Das Lustige ist, ich habe mir jetzt nicht gemerkt, doch das hier müssten die Magic Sticks sein. Gut, ich meine, wir wissen alle, sie sind eh identisch. Ich glaube, keiner rechnet damit, dass die unterschiedlich sind. Schöne Wunderkerze. Puppenflug ist auch okay, oder? Sehr schön. Aber sie sehen sehr dünn aus. Aber trotzdem ist das Ergebnis total toll. Passabel. So, weiter geht's mit den Spider Light. Davon sind zwei Packungen drin. Sie haben jeweils 8 Stück. Also wie man sieht, dünne. Wie heißen die Dinger? Knatterfritz. Doch halbwegs ordentlich. Mhm. So, jetzt kommen wir zu den Blinkern. Links sind alte Leuchttaler von Keller. Kennen wahrscheinlich die meisten. Sie sind toll. Wir sind froh, dass wir noch viele davon haben. Und rechts ist jetzt ein neuer von Komet Horrorhaus. Man sieht einen ganz schön großen Unterschied. So, mal gucken, was die können. Der rechte ist neu Horrorhaus. Oh, sie gehen alle an. Und dann machen wir gleich noch hinterher. Ja. Wir haben doch Power. Okay. Ja, so viel zum Thema Fail. Einen haben wir noch von Keller.
okay, sie haben ein bisschen Kraft und ein bisschen bewegen sie sich, haben wir nie drauf geachtet. Ich finde, dass die neuen, obwohl sie viel kleiner sind, die wirken gar nicht viel schwächer, oder? Würde ich auch sagen. Gut, hier haben wir jetzt die Brummer aus dem Set. Geisterstunde, 2-3er-Packung. Sehen ordentlich aus. Wollen wir mal gucken, was sie können. Du musst nicht so nachdenken. Schön. Gute durchschnittliche. Und das war das natürlich. Das läuft. Gut, jetzt haben wir die Knatterbälle Mystery Balls. Das sind die hier. Sie sind dunkler und leicht kleiner als die alten Powerballs. Mal gucken, wie es mit der Leistung aussieht. Hier ein. Das ist jetzt Komet. Bisschen Abstand, bisschen Abstand. Und jetzt Keller. Komet hat gewonnen. Komet hat gewonnen. Machen wir noch 2 von Komet. Wow. Und jetzt die alten von Keller. Zum Abschluss machen wir noch ein paar Wunderkerzen. Also ein bisschen hat mich das Set überrascht. Ich hätte gedacht, dass die Blinker eindeutig schwächer sind als die alten. Das sind sie aber nicht. Und die Knatterbälle, die neuen, waren lauter und hatten mehr Funken als die alten. Die Wunderkerzen sind wahrscheinlich schon immer so gewesen. Und die Brummer waren auch klasse. Also kann man nur sagen, das Set ist in Ordnung, oder? Kann man kaufen. Schön. Danke, Komet.